Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Ja, kann sein, dass ich mich ein bisschen anders anhöre, einfach nur weil ich aus Versehen an meinem Mikrofon einige Sachen umgestellt habe. Deswegen muss ich das jetzt noch mal ein bisschen neu einrichten, ne? Einstellungsmäßig, Entschuldigung. Und kann sein, dass ich mich jetzt ein bisschen anders anhöre. Hoffentlich besser. Ich habe irgendwie noch, weiß nicht, ein Tutorial oder so nachgeguckt, so Filter und so was alles eingestellt und was weiß ich nicht alles, ne, ohne darauf irgendwie jetzt hier genau darauf einzugehen. Aber ja, hoffentlich klingt alles vernünftig, vielleicht sogar besser, ich weiß es nicht. Und da ja, gucken wir mal. Wir haben in der letzten Folge einen epischen Kampf gegen Titan gehabt, ne? Und jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, was genau wir machen müssen. Weiß ich irgendwie nie. Aber hier sind neue Jagdbrett-Quests, ne? So, aber wenn ich zu denen hingehe, dann... Oh ne, ich kann nicht ignorieren. Okay, dann machen wir das erstmal. Ich habe gedacht, sobald ich mich irgendwie denen näher, geht irgendwie die Story weiter oder so, ne? Deswegen habe ich mich da ferngehalten. Aber, oh Gott. Red? Der sieht aus wie Red 13 von Final Fantasy 7. Hier dieser rote Hund, den man am Ende, da man ja im Remake gesehen hat, ich gespielt habe, ne? So, 7000 nur? Verlassene Hütte, Dalmekia, im Katzensack, am Kiefer und Fragezeichen. Der Zerstörer der Welten? Oppenheimer? Da kam doch jetzt ein Kinofilm raus, ne? Okay, so wie halt ausschaut, machen wir uns heute auf, einige Kopfgeldjagden zu machen, ne? Wir haben 4 Kopfgeldjagden, warum nicht, ne? Das ist Rang S, sehe ich gerade. Auftragsort, Fragezeichen. Okay, den werden wir wahrscheinlich nicht kriegen, ne? Aber hier, die können wir machen, ne? Im Katzensack, Dalmekia. Verlassen wird, die sind alle in Dalmekia, ne? Jetzt hat hier der super dringende über super Boss, den wir besiegen müssen. Eine dringende Mitteilung im alten Fuchs Fluchbrecher. Ja, ganz schön Echos der Gefallenen in den rosarischen Ruinen, die wir in letzter Zeit untersuchten, wird sämtliche Arbeit in den Regionen vorerst eingestellt, damit kein Risiko besteht. Ja, dein Zutrittsverbot für das gesamte Dorf. Okay. Muss ich mir mal angucken. Okay, wir werden dann erstmal hier die machen, ne? Seelenstachel. Das sind. Die geben mir weniger Belohnungen als die letzten Viecher. Rang C sehe ich gerade. Da kann ja nicht so schwierig sein. Ne? Verlassene Hütte, im Katzensack und am Kiefer. Ja, dann gehen wir mal da ein. Ne? Aber sonst nichts anderes zu tun, ne? Außer die Story weiterzumachen. Okay. Ich muss mir nochmal angucken. Im Katzensack, am Kiefer und war dritte. Verlassene Hütte im Katzensack am Kiefer. Verlassene Hütte im Katzensack am Kiefer. Verlassene Hütte im Katzensack und am Kiefer. Alles in Dalmekia. Also müsst ihr eventuell irgendwann ja finden. Dalmekia ist hier unten. So, okay, dann machen wir das. Jagdziele in der Region. Oh, das hilft natürlich auch besser. Nee, tut's nicht. Das sagt mir einfach nur, dass hier da in der Nähe sind. So, Kiefer. Hier ist das stärkste von den Viechern, ne? Oh, ich sehe gerade. Ah, nee, da. Nee, stimmt, da. Nee, gar nicht wahr. Da war ich noch gar nicht. Die Sichel. Die Felder von... Ich dachte jetzt, Felder von Corona stand da. Du hast ja kein Teleport-Dingen. Ja, da unten ist eins, aber da war schon der stärkste von allen. Okay. Egal, machen wir erstmal die anderen, ne? Guck mal, wo die alle sind erstmal. Südliche. Irgendwie sind die ja nirgendwo. Oh. Hier ja, eine Menge Orte, die wir hier erkunden können. Da ist auch noch ein Weg, den wir gehen können.
Irgendwie finde ich aber nirgendwo hier im Katzensack oder so. So viel dazu. War ein sehr spannender Part schon wieder, ne? Aber keine Ahnung. Irgendwie sehe ich die Gebiete hier nirgendwo. Wir haben doch alles von Damek ja schon erkundet, ne? So, dann gehe ich mal da ein. Und ich guck mal, ob ich da oben irgendwie weiter lang kann. Dann kann ich euch mal zeigen, diese Sackgasse, ne? Und zwar. Im Katzensack. Das klingt irgendwie so, als wäre das eine Schenke oder irgendwie sowas. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Ja, vielleicht kann ich da auch noch nicht hin, ne? Vielleicht muss ich von da mag hier aus irgendwo anders hin, ne? Aber dann würden die mir die Dinger noch nicht geben, wenn ich die noch nicht erreichen kann, ne? Das ist nur meine Logik, ne? Also gucken wir mal. Gut, und wenn wir nicht weiterkommen, dann ja, machen wir halt in der Story weiter, ne? Geht auch nicht anders. Oh, ich wollte gerade meine erst mal wechseln, aber und Schoko wurde ich dann. Okay, wenn ich L2 drücke im Stehen, dann also ja, mit von optionaler Partie, ne? So, das ist irgendwie im Weg. Hallo. Aber das schon mal, das sieht mir jetzt irgendwie nicht so bekannt aus. Standen an diesem Pfad Lord Kupkas Männer Tag und Nacht Wache. Okay. Clive hat es nicht so mit sozialen Kontakten, ne? Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Komm mir nicht bekannt vor. Ne. Ist definitiv neu. Okay. Wenn wir storymäßig hin müssen, dann haben wir schon mal, weiß nicht. Ich nehme an, Teleportpunkte oder so freigeschaltet, ne? Was seid ihr? Also was, ich ignoriere ich einfach. Ist doch egal. Oh, was hat denn? Oh, Sand. Ich hasse Sand. Ich hoffe wirklich, mein Mikrofon klingt gut, normal, vielleicht sogar besser. Oh mein Gott. War nicht einfach herauszufinden, wie ich das noch mal gemacht habe letztes Mal. Ja, komm mal her. Na, na, jetzt war ich bereit. Also was? Ist ja irgendwie eine Truhe oder so? Wenn nicht, dann hau ich ab. Bin auf einer Jagd von. Ich bin ja auf eine Jagd von Kopfgeldern, okay? Ich habe keine Zeit für euch, Alter. Schießt jetzt die ganze Zeit auf mich, ne? Okay. Oh, wenn ich aus dem Kampf flüchte, dem ich einen erledigt habe, zählt das auch noch. Dann kriege ich auch noch Erfahrungspunkte. Cool. Das ist doch nicht schlecht. So, ich mache fertig. Weiß nicht wieso. Ihr seid so schön aneinander gereiht. So, ich gehe mal hier bis zum Ende irgendwo hin. Okay, aber wenn ich im Kampf bin, kann ich das hier machen. Ich kann mit dem Schokobo hier reiten. Dann macht das doch. Das ist auch viel einfacher. Schneller. Aber bist du der Viech, der dich erledigen muss? Nee. Aber du bist ein Curl. Das ist ein interessanter Curl.
mal kurz durch. Ich weiß, da kann ich hier nicht, aber ich mal gucken. Ja, sein können, dass hier so ein Teleport-Ding ist, ne? Weiß nicht, ob das klug ist, ja, diese ganzen. Das Dorf ist noch nicht lang verlassen. Aber jetzt sind alle weg. Okay. Also Clive hatte schon mal so ein bisschen Input hier. Also nehme ich mal, hier ist irgendwas, ne? War das denn? Das war der Klang wie Torga, jemand, irgendein Monster das Genick gebrochen. Na, warte. Nein. Schade. Okay, finde ich hier dieses S-Rang-Monster. Weil irgendwie war nicht so die Rede von einem verlassenen Dorf oder so. Vielleicht bin ich ja ehrlich, aber ich will gar nicht gegen das S-Rang-Monster sofort kämpfen. Wahrscheinlich am stärksten von allen. Gib mir so 20.000 Gil. Er klingt sehr stark. Dann will ich vielleicht noch nicht als erstes gegen kämpfen. Wenn überhaupt. Clive, sei doch nicht immer so genervt. Sei doch mal ein bisschen fröhlicher, wenn du kurz davor stehst. Einige Viecher zu töten. Gibt doch nichts Spannenderes und Schöneres im Leben, oder? Okay, Torgal, beruhig dich. Die Viecher sind schon alle tot. Rege er sich ab. Also ein bisschen Schiss, diesen einen Viech hier irgendwo zufällig zu begegnen. Weil er nicht wirklich stand, wo das ist, ne? Das heißt, er kann überall auftauchen, nehme ich an, ne? Soll ich schon sagen, irgendwas. Nur Mist. Hier rufe ich nochmal mein Gockel. Ja, 3 geht aber nicht. Also ja, pff. So ein kleiner optionaler Part hier, ne? Würde ich sagen, falls mit der Story weitergeht. Verödetes Fischerdorf. Ich hoffe, irgendwo finde ich hier so ein Teleport-Ding, ne? Da wird es schon ein bisschen einfacher machen, ne? Wenn ich irgendwann noch mehr hin muss, ne? Dann. Ja. Wenn ich besser einen Teleportpunkt hier freigeschaltet habe. Zerdras zu werden ist auch kein Name von ein Ort, wo ich hin muss. Das ist eine Pflanze, ne? Ja. Monster Viper. Seid ihr neu? Noch mal einen von euch platt, ne? In meiner super Kombi, die immer funktioniert. Außer gegen schwere, große Gegner. So. Was? Der andere kann überleben und seinen Freunden von diesen Ereignissen zu erzählen. Mal vor, als würde ich gerade Star Wars spielen. Oh, das sieht wichtig aus. Ich komme vor, als würde ich gerade Star Wars spielen, so wo ich einfach nur so random irgendwie durch die Gegend renne, ohne irgendwie zu wissen, wo es hinführt und so, ne? Ich habe das Gefühl, da wartet irgendwie das stärkste Viech. Ich hoffe, das ist ein Teleportpunkt. Und den ganzen Weg hierhin zu rennen war ganz schön nervig. Hm.
Okay. Du bist doch nicht irgendwie Kurka. Das wird nicht einfach. So, 30. Uah. Ha. Ich wusste jetzt nicht, ob das der richtige Knopf war. Ah. Ja, da war ich schon wieder bereit. Okay, wie war das noch bitte schön? Du bist nicht wirklich ein Boss, aber gerne. Ich mach dich auch so. Ich mach dich gerne platt. Ich sehe gerade meinen Fernangriff da unten. Heißt einfach nur Stein. Oh Gott. Ja, komm her. Aha. Und weg ist er. Okay. Aber ich glaube, ist nicht das, wofür ich hier rumrennen sollte, ne? Okay. Ja, da war ja Zeitverschwendung, ne? Außer dieses neue Viech zu besiegen. Und das lebe ich ja, Zeit zu verschwenden. Gibt es denn nirgendwo eine Truhe oder so? Irgendwas? Ganz im Weg hier. Ah, bin ich ja ganz umsonst hingekommen. Hier ein so ein Viech. Eine Truhe, gar nichts. Okay, da sind ja noch ein paar andere Wege, ne? Aber ach, guck mal, wie nervig das jetzt hier dahin zu rennen ist, ey. Na gut. Muss ja auch mal sein, ne? Ich muss ja auch so ein bisschen mal mich entspannen, ne? Weiß, vielleicht muss ich irgendwann dahin. Weiß ich nicht. Ein bisschen erkunden muss da auch mal sein. Ich hasse Kämpfe. Ich bin voll die friedliche Person. Ich weiß nicht, dass die mir keinen einzigen Teleportpunkt hier gegeben haben. Wir warten, dass ich den ganzen Weg wieder zurückrenne. Boah. Ab hier kann ich gehen. Boah, wieso? Meine Stadt ist, ich glaube nicht, dass jemand in dieser vergessenen Stadt, dieser verlassenen Stadt irgendwie stört, wenn ich mit einem Schokobo durch die Gegend renne. Ich bin eine sehr höfliche Person. Nein. Ah, ist hier irgendwas? Ich glaube, da war ich gar nicht drin. Nö. Komm schon, hier, nee. Locker was reinpacken können. Ich habe voll angeboten. Warte mal, wie komme ich jetzt überhaupt hier zurück? Oder? Ambrosia! Ich brauche dich. Also irgendwie so ein Schokobo halt. Ups, falscher Knopf. Ernsthaft, Otto hat jetzt einen Eintrag bekommen. War ich da schon? Ja, da war ich schon. So. Nein, falsche Richtung. Los, bevor uns dieser Kerl hier entdeckt. Ohne Gnade renne ich vor dem weg. Von dem Kerl. Ah! Oh mein Gott. Pass auf, wo du mit dem Teil hinschießt. Ja, wird gehen, ne? Ah,
Gehen wir nach rechts. Irgendwo werden die Monster schon sein. Wir rennen schon jetzt seit 20 Minuten. Haben noch keinen von denen gefunden. Aber irgendwie sind die Gebiete auch gar nicht auf der Karte. Da bilde ich mir halt nur ein. So. Oh. Das wird nicht einfach. Oh, da ist eine Truhe. Natürlich ist da eine Truhe. Das hier muss ich erlegen. Nein, zu früh. Bonk. Bonk. Lauf doch mal. Ah, zu früh. Ah, nee. Genau richtig. Und den ja. Und den ja. Ah. Boah, stimmt, der hat, ich erinnere mich noch, der hat mir voll Schaden gemacht, als ich ihn erstmal bekämpft habe. Boah, ich kann ihn in dem Licht nicht sehen, weil meine Angriffe fertig sind. Oh, das hast du nicht gekontert. Oh mein Gott. Ja, da machen wir immer noch ein bisschen Schaden. Oh Gott. Oh, Parade. Okay. Wir fassen zusammen. Die Viecher sind noch stark. So, aber mein Glück stoppe ich jetzt hier aber einen der Kopfgeldjäger, ne? Kopfgelder meine ich. Oh, da sehe ich auch anderes. Das wäre so ein Ding, ja. So ein Dingelingeling. Ein Chronolith befindet sich in der Nähe. Fenster? Ab nach Hause. Wo könnte der denn nur sein, ne? Jetzt haben wir noch nicht mal mit dem anstellt, aber jetzt wird mir irgendwie angezeigt, dass die in der Nähe sind. Okay. Gut, haben wir den schon mal aufgedeckt. Ich nehme an, das ist gut, ne? So, kann ich überhaupt lang? Hier kann ich nur lang, ne? Ich mache so eine Dings einpacken. Gott. Wenn es eine Sache gibt, die ich an dem Spiel nicht leiden kann, ist dann, dass er keine Karte zu jedem Zeitpunkt hier geöffnet ist. So, das ist hier oben, ne? Das ist das Einzige, was mich stört. Weil das Spiel so viel schwieriger macht für mich. Hm. So, gibt es auch schon wieder nichts. Okay, hier gibt es gar nichts. Okay. Wie kommt man denn da oben, wenn ich nehme an... Ja, ich habe keine Ahnung. Sieht jetzt nicht so aus, als könnte man da hoch. Das heißt irgendwie da drüber. Ja, das heißt da drunter, da kommt man nicht hin. Außer. Ne. Okay, er hat es voll gebracht, hier rum zu rennen. So, ich nehme an, da kommt man irgendwie so hin, wenn man hier irgendwie so dahin geht, ne? Ich
Kann aber gucken, ob sich da unten jetzt was geöffnet hat, dieser eine Weg. Aber ich nehme an, da kommt man einfach nur so runter. Ich kann ja mal zeigen, wie das da aussieht, ne? Das ist einfach nur so ein... Okay, warum haben die das bewacht? Da ist irgendwie nichts zum Bewachen. Gar nichts. So, hier ist einer, hier ist so ein Drache irgendwo, ne? So ein Weibern. Hm, kann man jetzt darüber? Nee. Allein ist irgendwie so eine Steilwand. Da kommt man aber definitiv nicht hoch. Hier ist so ein Salamander, aber hier kommt man nicht hoch, ne? Oh Gott. Wollte ich nicht machen. So, kann ich mich während des Kampfes einfach wegteleportieren? Lass mich mal kurz dahin gehen. Ich muss mich nämlich heilen. Okay, das war eine kolossale Zeitverschwendung, aber wir haben wieder so ein Chronolith oder wie auch immer die Dinger heißen gefunden. Die werden ja wohl irgendwann wichtig sein, ne? So, dann haben wir hier noch einen Ort, den wir nicht erkundet haben. Und wir können da am Kiefer versuchen, gegen das Vieh zu kämpfen. Lass mich mal kurz hier vorbei. Hier rein. Ich kann es ja schon mal aufdecken, ne? Auch wenn ich dagegen höchstwahrscheinlich nicht kämpfen werde, ne? Weil es halt zu stark ist wahrscheinlich, ne? Da ist er. Ja, war so ein Samurai-Dude. Na, ich wollte eigentlich den nicht aufdecken. Der neuen Dolch. Ja, gegen dich möchte ich ehrlich gesagt noch nicht kämpfen. Obwohl, ich habe schon gegen Viecher gekämpft, die... Ah, komm. Oh Gott. Steh auf, Clive. Bonk. Oh Gott. Oh nein. Nein. Ich habe wohl einfach weiter. Ich bin verletzt. Schon mal gesagt, dass sich der eine Typ, dass mich der an so einen Typen von Berserk erinnert. Ich habe, der war nicht fertig. Nee, der macht mich fertig. Komm her. Warum krieg ich das nicht hin? Das tut gut. Gar nicht gut. Das tut gut. Kann ich den Angriff einsaugen? Ha. Was ist das? Schon ein bisschen übertrieben, als ich hier auf den reinballern, ne? Haben wir schon halb erledigt, ne? Jetzt kommt er wahrscheinlich mit irgendwas super starken, ne? Ist aber nicht nett.
Ja, der Angriff ist ziemlich chillig auszuweichen, ne? Warum funktioniert das nicht? Warte mal, hab ich nicht gerade einen schon benutzt? Dabei ist er gar nicht so schwer, sagt er, während er sich voll treffen lässt von dem, ne? Was ist das? Irgendwie trifft er mit seinen Angriffen nicht. Ja. Ich bin immer anfällig, wenn. Nein, ich will nicht flüchten. Wäre noch schöner. Gott. Oh Gott, wer? Gott, ich habe mich gerade nur in der Luft geheilt, ey. Ich will. Oh Gott. Ich wäre sowas gerade drauf gegangen beinahe. Was der Platz? Oh Gott, okay, kaputt. Okay. Alles klar. 5000 Erfahrungspunkte. Stufe erhöht. 35. Und echt keine gute Sache. Verdient es nicht anders. Meine Worte, Clive. Gut so. Sieht so aus, als wurde der Killer gerade gekillt. Der war gut, oder Torgeil? Oh. Hi. Na? Ich kann mit dir nicht reden, weil ich auf dem Schokobo drauf bin. Oh mein Gott. Ein Berg von einem Monster, doppelt so groß wie Titan selbst, hat den Fang aufgebrochen, als wär's ein Spatzenei. Ich schwör's beim Grab meiner Großmutter, ich hab's selbst gesehen. Wo denn? Ein Berg von einem Monster, doppelt so groß wie Titan selbst, hat den Fang aufgebrochen. Hang aufgebrochen. Und da reden die ja gerade von dem Kampf, den ich mit Titan hatte. Okay, der war jetzt. Ich fand den jetzt nicht so schwer. Wenn ich jetzt nicht einen Heiltrank eingesetzt hätte in dieser einen Kombo, dann wäre ich dran gewesen. Aber ja. Sei mal da. Ne, nicht blockiert. Die Sichel. Für Viecher? Nicht umzingeln lassen. Ah, zu spät. Oh mein Gott, ich bin umzingelt. Wasser und Wasser, 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 Wasser. Aber so ein Teleportpunkt könnten sie ruhig aber mal spendieren. Er ist ganz schön lang hier durch die Gegend zu rennen. Dauert ganz schön hier durchzukommen. Dann Bosa wird auch nicht schneller. Außer. Also ich fütter den mit Gieserkraut. Okay, wenn ich den jetzt gerade schon geschafft habe, dann werde ich auch wohl jeden anderen Boss, gegen den ich kämpfen musste, auch schaffen. Ne? Die waren ja noch niedriger vom Rang, ja. Außer tricksen einen aus.
Da war ja so eine Sache im Monster Hunter mal, ne? Also irgendwie so eine, du hast schon das Spiel durchgespielt, war schon so im Endgame. Dann bekommst du einfach mal so eine Quest, so erledige 5 Yagis, also so kleine Viecher. Okay. Ja. Grimmalkin. Sieht aus wie Red 13 von Final Fantasy 7. Der Hund, der sich so uns gegen Ende im Remake angeschlossen hat. Haha. Ja, da erinnere mich so ein bisschen an Monster Hunter. Du hast eine Quest bekommen. Ja, ich so, oh, erledige 5 von diesen kleinen Viechern, ne? Was irgendwie voll schwachsinnig ist, ne? Du hast schon gegen, weil nicht voll den Endboss des Spiels gekämpft, ne? Und dann kriegst du so eine Quest, so, so 5 von diesen kleinen Viechern zu erledigen, ne? Und dann kommst du da in so ein Gebiet, wo die ganzen Viecher alle sind. Und da kommt auf einmal dieses riesige Monster, ne? Dieser riesige T-Rex von einem Monster. Du musst die anderen Viecher erledigen, während das Viech dich versucht zu töten. Zu dem Zeitpunkt kannst du das Viech noch gar nicht besiegen. Okay. Werden wir mal schuppern. Okay, irgendwie kriege ich das nicht mal hin mit dem Timing. Au! Stopp! Sie macht das wirklich mit so eine Bombe zünden. Bonk, bonk, donk, donk. So, ich spare mir mal meine Angriffe auf, falls noch so eine Welle kommt. Mach ich einen mit einem Schlag weg. Ja, jetzt kommt er, ne? Ihr hört mich fabelhaft unterhalten. Jetzt komme ich. Ich bin halt immer noch unverschämt, dann hat man die Gegner nicht an, wie sie dann kann. Aber echt aus wie Red 13. Ist auch so ein Tattoo irgendwo. Torgal. Bonk. Monat Rang 10 war. Kleine Viecher waren irgendwie weit nicht. Der liegt am Boden und ich prügel ihn einfach in den Magen. So unverschämt. Hat er da durchbrochen? Wagen. Irgendwie verstehe ich nicht. Torgal hat doch irgendwie so andere Angriffe noch gelernt irgendwann, ne? Muss ich irgendwie ausrüsten oder so? Nein, Entschuldigung, du hast die Hälfte erreicht. Parade. Ja. Oh, danke. Ich bin verletzt. Oh Gott. Das war peinlich. Ist ja schon mehr so nach vorne gerutscht irgendwie. Oh Gott. Oh Gott.
Nein, setz den hier ein. Boom. Berühmt berüchtigt. Jemand durch Kopfgeldjagen, ne? Guck mal, wie viel Asche ich nicht brauche. Grammakienhaut. Okay. War doch halb so wild, oder Torge? Ja. Diese Wildkatze war gar nicht so wild. So, ich muss mal kurz gucken. Er hat ja hier so Angriffe, ne? 1000-jähriger Verfall. Kann aber irgendwie nichts machen. Okay. So, dann haben wir schon mal zwei erledigt, ne? Fehlt nur noch einer. Und los. Pfleg, Ambrosia. Katzensack. Hey, warte mal, hier ist irgendwie Gebiet. Kann man da hin? Oh, guck mal. Kann man da bestimmt hin, ne? Ja, geh ich eben so. Oh, Heiltrank. Oh. Obwohl Heiltrank wäre ehrlich gesagt Verschwendung. Oh, guck mal hier. Meteorstein. Vielleicht setze ich mir einfach irgendwo mal hin und tue all meine Ausrüstungsgegenstände hochballern, ne? Ich habe da ganz Zeug, aber... Spiel gibt mir die ganze Zeit die Sachen, ich brauche die gar nicht. Viel Wort werde ich nicht brauchen. Erstens kriege ich bessere Ausrüstung und zweitens, nee, ich kriege bessere Ausrüstung. Ne? Da ist schon die Erklärung. Ja, voll Verschwendung hier hochzuleveln. Ja, war ich da schon? Ja, ja, da war so ein Wagen. So, das sind zwei Wege. Nehme an, die Gebiete waren halt einfach noch nicht aufgedeckt, ne? Deswegen konnte ich nicht finden. Was denn? Wo gehen wir als erstes hin? Gehen wir hier hin. Muss irgendwie so Bienen oder so finden, ne? Großer Gebiet hier ist. Alter. Felder von Koraba. Gott. Torgal. Hm. Was ist hier? Ultbika. Okay. Da gibt es doch bestimmt einen Teleportstein. Ne? Pass auf. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Nur geschmeidig bleiben. So, waren die gleichen Wege, ne? Ja. Zurück in den Stein, Mädchen. Oh mein Gott. Clive. Wegelager. Hi. Auf welchem Weg tut ihr denn lagern? Darf ich da auch lagern? Monk. Liegen bleiben, liegen bleiben, liegen bleiben, liegen bleiben. Fels und Stein. Blut und Zerstörung. Ugh.
glaube, ich glaube, du solltest mal irgendwie so ein Psychiater oder so aufsuchen. Mal einen Therapeuten oder irgendwie so, weil irgendjemand, du sollst irgendjemand mal aufsuchen, ne? Ich fange langsam an zu glauben, dass es da ein paar Probleme gibt, den du über mit jemanden reden solltest. Hier ist irgendwie gar nichts. Bereit? Lauf wie der Wind. Gut. Ja, okay, so ein kleiner Fehlerpart heute, ne? Finden wir so ein paar neue Orte und so, ne? Sturmpanther, du bist neu. Au. Alter, lass mich wenigstens hier. Ich habe gerade gegen deinen Big Boss hier gewonnen. Okay, du hast keine Chance. Aha. Ich bin da ein Schwanz ausgewichen. Aha. Haha. Jetzt wieder alles auf ihn draufballern. Und daraus wurde ein Kuchen gemacht. Okay. Soll ich mal diesen sexy Chocobo an, der ja vorbeigelaufen kann. Ja, Ambrosia ist weiblich, ne? Also. Willst du uns was damit sagen, Clive? So, da kann man nicht hin, ne? Oh, Gott sei Dank. Was geht? Ah. Sei vorsichtig. Was ist dieser Ort? Hast du dich verlaufen, Fremder? Hier hast du jedenfalls nichts zu suchen. Also kehr am besten gleich um. Ja, schon vor dir wenigstens mal ein Teleportpunkt ist. Und einfach runtergebeamt. So, aber andere Viech muss ja auch noch irgendwo sein, ne? Und keine Ahnung, wo der andere Viech sein könnte, ne? Ich nehme jetzt mal einfach an, die lassen mich da nicht durch, ne? Einfach nur, weil er jetzt ein Blockiertzeichen ist. Da kommen wir wahrscheinlich irgendwie zum nächsten Kontinent oder so, ne? Hier irgendwie so. Ist wahrscheinlich hier hin oder so, keine Ahnung. Aber wir sind schon mal die Abkürzung hier freigeschaltet, ne? Aber ich glaube, ich habe meine Viecher gefunden. Hängt uns in drei Kämpfe zu finden, ne? Seelenstachel Rang C. Das ist aber putzig. Pass auf, Torgal, die haben bestimmt voll den Stich an sich. Au! Oh mein Gott! Ja, schießt auf den einzigen, der jetzt nicht so ein Elektro-Ding hat, ne? Überlebe ich nicht von allen Viechern, ne? Ja, von so ein paar blöden Bienen hier erledigt. So. Jetzt mal kurz gucken. War nicht vor 3 Minuten. So, oh. Entschuldige, aber das ist nicht Rang C, was ich da bekämpfe, ne? Wenn die mich one-shotten.
Bin ich meist gar nicht Rang C. So. So, warte mal. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Kampf irgendwie so handhaben soll. Ich meine, ich muss ganz offensichtlich hier einige von den Viechern hier schnell erlegen, ne? Das ist ja vielleicht ein Heiltrank noch so nebenbei. Das ist eine Truhe. Die helfen da bestimmt weiter, ne? Nö. Gucken wir jetzt noch, was hier ist. Nein, das Spiel tut ja irgendwie alle paar Minuten irgendwie speichern, glaube ich. Ne, das heißt, so viel werden wir nicht verpassen. Und nicht, dann gehe ich noch mal kurz zum Versteck zurück, um mich hoch zu ein, und dann gehe ich in den Kampf rein. Voll AP und so zu haben, ne? Da schon wieder ein Gebiet, wo ich nicht hin kann. Nur rein. Verstehe mal nicht. Warum die Kampfthema von Final Fantasy 8 remaked haben. Von allen Spielen. Ne, ich dachte, ich war dagegen ab, ne? Ist ein gutes Kampfthema, aber ja, von allen Final Fantasies weiß ich nicht, so ein bisschen random, dass die überhaupt irgendwie ein Kampfthema so remaked haben. Das Kampfthema von Final Fantasy 15 war gut, weil mir so ein, auf geht's, von was war noch mal ein Remix. Das hat das Kristallthema, genau. Oder das hat, also das Kristallthema, das ist so mehr oder weniger das nächste, an was man herankommt, wenn man irgendwie das Final Fantasy Thema kennt. Wenn man an das Final Fantasy Thema denkt. Also das ist das Thema der Serie, mehr oder weniger. Kam mir in dem Spiel auch schon oft vor. Und jedes Spiel hat irgendwie, glaube ich, immer so einen kleinen Remix von diesem Thema. Außer vielleicht Final Fantasy 13 oder 13.2. Final Fantasy 13.2 hat irgendwie so, weiß nicht, so Heavy Metal und Popmusik als Musikrichtung, was ich. Wir reden ja nicht über Final Fantasy 13 und Verwandte, ne? Ich habe mir gerade gedacht, so, da wäre eigentlich gut, wenn man auch hier so was ähnliches hat wie in Final Fantasy 15. Was mache ich? Gehe mal zum Versteck zurück, komme ich hoch zu ein. Und vielleicht so ein Schnellspeicher-Ding mache. Ich habe mir irgendwie gerade so gedacht, in Final Fantasy 15 hat man ein Auto, womit man durch die Gegend gefahren ist, und irgendwann konnte man auch so einen MP3-Player oder so freischalten. Das war ja hier, ne? Und mit denen konnte, mit dem Auto oder mit dem MP3-Player konnte man Musiktitel von früheren Final Fantasy sich anhören, was eine super Funktion war, ne? Das waren 1:1 die originalen Songs von den Spielen damals, ne? Kämpfst du irgendwie heute nicht? Du fährst hier mit dem Auto durch die Gegend, schaust hier Landschaft an. Im Hintergrund hast du ja ein geflügelter Engel. Hier das finale Boss-Thema von Sephiroth aus Final Fantasy 7. Oder Kampf auf der großen Brücke von Final Fantasy 5. Einer meiner Favoriten, das Bosskampf-Thema von Final Fantasy 6. Immer. Das ist immer noch das beste Thema von allen. Bosskampf-Thema von Final Fantasy 6. Braves Mädchen. So, das ist ein Remix von
gibt's da irgendwie so eine Heavy Metal Band irgendwie in so Final Fantasy Soundtrack Cover, die Black Mages. Oh Gott, okay, man kann da ausweichen. Ich meine, natürlich kann man da ausweichen, ne? Was, warte, warum habe ich nicht eigentlich den hier? Ich werde aber nicht so viel aushalten, ne? Das weil ich euch alle ganz schnell platt mache. Guck mal, sieht schon sehr viel einfacher aus. Oh, die haben alle. Oh, die haben alle gleich viel. Ich dachte, einige von denen. Ich dachte, die werden alles irgendwie schwächer. Also ich dachte, da werden so ein Boss, und der wird die ganze Zeit von schwächeren Viechern umgeben. Den gerade geheilt? Ne, da ist er. Ich habe mir erst gedacht, vielleicht soll ich Garuda mitnehmen, ne? Boom. Ah, da ist niemand. Aber ich kann ja auch so auf euch losgehen, ne? Nein. Deswegen muss man anvisieren können in dem Spiel. Aua. Kannst du es wagen? Also der einzige Angriff, den die ja machen, ist dieser Akupunkturangriff. Den scheinen sie irgendwie nicht einzusetzen, wenn ich irgendwie, weil nicht hier einige von denen erledige. Je mehr ich von diesen Viechern erledige, desto, ja, desto einfacher wird der Kampf, weil dann kommen nur noch weniger Viecher auf mich zugedüst, ne? Bonk. Den habe ich gekontert. Habe ich nicht getroffen, okay. Okay. Okay, der einzige Angriff, der jetzt hier gefährlich war, war dieser blöde eine Angriff, wo die alle auf mich zugestimmt haben. Sehr cool. Gott. Ich habe in diesem Kampf ja wird schon verloren. Ja, willst du denn jetzt hier? Au! Das hat weh getan, Mann! Und den hier! Gott, ich weiß nicht, dass ich gegen diesen Kampf hier, gegen diese Viecher verloren habe. Oh mein Gott. Endlich Ruhe. Ich denke schon wieder an irgendeinen lahmen One-Liner. Gib mir eine Sekunde. Gib mir eine Sekunde. Ich schwöre, es wird sich lohnen. Mir fällt keiner ein. Sieht so aus, als hätte es sich ausgestochen. Der war gut, oder? War der gut, Torgal? Komm, sag mir, der war gut. Der war gut, ne? Okay, cool. Ist kein besserer eingefallen. Mir ist kein lahmerer eingefallen, okay. Gut, haben wir das hier. Also gut, dann haben wir heute nur, haben eigentlich nur Kopfgeldjagden heute gemacht, ne? Aber muss ja mal auch sein, ne? Was ist aus Kupka geworden? Nicht jeder Tag in deinem Leben muss etwas Besonderes sein. Wenn du dir das wünschst, wünschst du dir zu viel. Okay, wer können wir eine Belohnung freischalten, sehe ich gerade. Das ist nicht überraschend. Wie kann ich dir heute behilflich sein, Kleid? Als Zeichen der Dankbarkeit, Dornmuschelschale, Wüstenhose, Fertigkeit, 800 Fertigkeitspunkte. Nur für dich. Okay, Medaillon der Hohepriester. Viel Glück da draußen, Sid. Okay. Und das andere Viech, da wissen wir ja noch nicht, wo es ist, ne? Hat sich hier geändert. Oh, mein Lieblingsschüler. Was möchtest du denn wissen?
Ich habe alle Einzelheiten hier. Fabelhaftes Tier, magisches Wesen, Frostwolf, Zittergeächtete. Armuts, mysteriöses Wesen, Gegner. Können wir auch sehen, wer ja Odits Dingens ist. Ich nehme mal er, ja, ne? Die sind alle irgendwie so angereiht, nämlich. Ja, steht sogar Odins Dominus. Da fehlt aber immer noch jemand hier. Ich bild mir da doch nicht ein, ne? Da fehlt doch eine S-Bahn. Die haben doch von 8 S-Bahnen geredet, ne? Hat die so lange hier irgendwie eine 8. S-Bahn irgendwie geheimhalten? Da kommt mir irgendwie gar nicht. Weiß nicht. Ist schon wieder ein bisschen zu verdächtig, ne? Die können die auch nicht so lange irgendwie im Geheim halten. Wir haben bis jetzt noch nichts von der 8. S-Bahn hier gehört. Ist irgendwie falsch verstanden. Vor allem, da ist auch voll Platz wieder, ne? Muss mal hier kurz gucken. Ey, was geht, na? Schön, euch wiederzusehen, Clive. Die Bibliothek. Notizen, die euch interessieren könnten. Boah. Wenn ihr eine Frage habt, werde ich sie gern beantworten. Erzählen wir als Person. Also der Moke ist auch hier angezeigt, also. Ja, okay, Ifrit Phönix. Ich habe so das Gefühl, es wird kein Dings geben, keine 8 S-Bahn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irgendwie Dings war ja irgendwie, ich weiß nicht, ob ich danach irgendwie was. Ja, Gav war irgendwie auch irgendwie so angereiht, so in der Nähe von Hugo und so, ne? Vielleicht ist er ja ein jetzt geheimer Esper. Mich jetzt so raten. Vielleicht ist das hier eine Fusion von Ifrit und Phönix, die als nächstes kommt, ne? Machiva ist ja von Jill, ne? Und Jill, nehme ich mal, ist so. Von der Wichtigkeit her hier direkt nach Clive, ne? Dann kommt Sid, ne? Dann so mehr oder weniger die Reihenfolge, indem wir die anderen alle gesehen haben, ne? Mehr oder weniger, ne? Titan haben wir früher gesehen, aber ja. Also ich habe für hier wartet noch eine komplett andere Bestia, ne? Die haben davon 8. Lass ich doch mal nachgucken. Irgendwo wird doch bestimmt jemand sein. Hier, Esper. Von gottgleicher Macht. Niemals zwei Esper vom selben Element. Feuer und Wasser, Blitz und Eis, Wind und Erde, Licht und Dunkelheit. Da, Wasser. Feuer und Wasser. Also gibt es noch eine Wasser-Esper. Ja. Also muss es Leviathan geben. Ne? Wir werden die ganze Zeit so geheim halten, irgendwie. Nicht erwähnen, irgendwie überhaupt. Ich wette, Leviathan ist irgendjemand, den wir die ganze Zeit schon kennen, aber der sich noch nicht gezeigt hat. Ne? Vielleicht ist das ja dieser Mann hier in der. Oder vielleicht ist Torgal, ja. Vegas hat ja vermutet, Torgal ist irgendwie Leviathan. Wegen dieser Form nehme ich an, ne? Aber da wurde ja schon irgendwie bestätigt, ne? Das ist ja ein Frostwolf, ne? Also, ja. Ist er irgendwie, weil hier soll er irgendwie Jill in Wirklichkeit gehören oder so. Ich bin mal gespannt, wer oder was Leviathan ist, ne? Irgendjemand muss es ja sein, ne? Hier sind die ganzen wichtigen Charakter, ne? Von daher
Das ist schon so. Hier Otto und Geoff, die sind auch direkt hier hinter, ne? Hinter den ganzen Esper, ne? Oder er hier ist Leviathan. Er könnte vielleicht Leviathan sein, ne? Ne? Könnte auch sein. Keine Ahnung, werden wir sehen, ne? Ich wollte noch mal kurz beim Schmied vorbeischauen. Ich glaube, ich kann nichts herstellen, ne? Lass mich mal ein Musikstück hier kaufen. Mal neue Musik hier. Was ist denn? Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Oh, hier haben wir neue Sachen. Die alle schwächer sind, als was ich jetzt habe. Lovely Dark und Deep. Into the Buyer. Ja, gib mir das. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ah, neues Musikstück gekauft. Etwas mit meinem Geld angefangen. Clive? Willst du was schmieden? Oh, ich kann nichts herstellen, ne? Muss aber nachgucken, ne? Das. Na gut. Und was ist das hier? Lass mich noch kurz die Musik ändern. Und dann. Oh, schön. Das ist eine schöne Musik, ne? Gut. Ja, war eine reine Fehlerfolge mehr oder weniger heute, aber was soll man machen? Ne? Konnte ich ja nicht wissen, ne? Dass ich die Viecher nicht finde. Und ja, gut. Ich sagen, beim nächsten Mal machen wir mit der Story weiter und gucken, wie es dann weitergeht, ne? Und ja. Stell ich mal vor, Clive wird den jetzt hier einfach runterschubsen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder, wo wir dann in der Story weitermachen, ne? Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.